Heute präsentierten Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil, Sozialminister Alois Stöger und Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner in der Heereslogistikschule in Wien-Breitensee die neue Initiative des Bundesheeres in Kooperation mit WAF, dem Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsfonds. Im Zuge des neuen Projektes mit dem Namen Upgrade beraten das Bundesheer und WAF Grundwehrdiener in Wien. Ziel ist es, eine Ausbildung, die über den Pflichtschulabschluss hinausgeht, zu absolvieren. Mit dieser Bildungs- und Berufsberatung soll den Rekruten der Einstieg in die Berufswelt erleichtert werden. Neben dieser Initiative bietet das Bundesheer auch Lehrstellen an. Derzeit werden rund 216 Lehrlinge ausgebildet, davon 88 Frauen. Das österreichische Bundesheer ist damit einer der größten Ausbilder im öffentlichen Dienst.